dieser Zone. So. Ich kann ja auch schon wieder Punkte auf den Bracer verteilen. Kriegen ist natürlich auch ganz gut, weil die natürlich die Waffe etwas stärker machen. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das wirklich jetzt was von entscheidend ist. Weil ich habe schon mal so eine Kombination gemacht, ein Heiler mit einem Säbel. Der hat dann also endlich lange mit dem Säbelskill gekämpft. Und war auch dann auf Säbel geskillt, also von den Zusatzpunkten oder von den Qualifikationspunkten. Ja, das kann jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie ein großartig zu bemerken war. Man kann die dann natürlich später, man kann sowas kurz gut machen und dann es irgendwann nichts mehr bringt. Weil man natürlich, wenn man zum Beispiel ein Heiler ist und man möchte gerne mit dem Säbel kämpfen, geht das auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ab einem bestimmten Punkt bringt's das nicht mehr, weil man den Skill halt einfach nicht mehr höher kriegt. Und die Grundskills, man kann dann nur mit dem Grundskill kämpfen und der Grundskill, jo, dafür habe ich irgendwie noch nicht gesehen, dass man den höher kriegt. Kann natürlich auch sein, ich will jetzt hier, ach, ich bin eine kleine Flower. Dagger-Flower. Die sind sonst lustig. Die hüpfen immer wie angesenkt durch die Gegend. So. Ja, Flower sind irgendwie auch ganz gut. Ich habe am Anfang eine Flower gehabt, die habe ich sehr hoch gespielt. Das war eine Bori-Flower. Aber die ist dann daran gescheitert, das war allerdings auf dem US-Server, die ist dann daran gescheitert, dass sie zu guter Letzt nicht mehr ohne Heiler irgendwie auf einen Schritt tun konnte. Was ich mich natürlich irgendwie frage, wenn jetzt hier so wenig Leute auf dem Server sind. Weil das war echt vorhin. Weil der Server ganz minimal ausgelastet. Und von einem alten Freund von uns, der hier auch gespielt hat, weiß ich, dass der jetzt erstmal eine Pause macht. Weil ihm die Nuker so auf den Geist gehen angeblich. Was heißt angeblich, tun sie bestimmt, weil die Nuker können total nerven. Gerade wenn du irgendwie ein Nahkämpfer bist. Und dann kommen die Nuker und hauen dir von hinten die Viecher weg. Das ist irgendwie ein bisschen blöde, weil da ist keine Sperre drauf. Dass man, bei manchen Spielen gibt es das ja, wenn schon einer das ein Vieh angreift, kann ein anderer nicht mehr ran. Dann ist das für den gesperrt. Oder er kriegt davon nichts. Aber das ist hier leider irgendwie nicht so. Das zahlt sich immer noch aus. Hier ist einfach, wer den höheren Schaden an so einem Vieh gemacht hat, hat's halt. Das ist natürlich doof. Lohnt sich nur halt in Partys zusammenzuspielen. Ja, er ist noch frei. Wir wollen mal gucken. Es hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Das war auch das, was mich ja jetzt letztendlich gereizt hat. Und wenn ich denke, die ganzen Jahre, die es dieses Spiel gibt, dafür sieht es eigentlich, ja, mein, jetzt ist jetzt natürlich keine überragende Grafik mehr, aber das sieht ja nicht schlecht aus, können wir ja nicht sagen. Für mich ist auch immer wichtig, wie sich die Charaktere bewegen, ob das irgendwie einen Sinn macht oder so, ob das ästhetisch ist, ob ich damit leben kann, die halt die ganze Zeit anzugucken. Ich meine, ich kann hier natürlich auch alles im First Person machen, wenn man dazu Lust hat und das lustig findet, warum nicht? So, ich persönlich finde es dann irgendwie, joa, Gott, als Nuker jetzt nicht so sinnvoll, aber ich sehe natürlich jetzt irgendwie meine eigenen Sachen nicht mehr, wie ich die ausführe, also da finde ich es dann doch irgendwie schöner, ein bisschen Abstand zu haben.
doch nach meinem Geschmack. Naja. Ich bin wieder 98% voll hier. 98,02. Komm. Spür. Ja. Ja, haben wir jetzt 3 Level gemacht hier. Mit unserem schicken XP-Buch. Ach, das ist einfach zu schön. Ich liebe die Viecher. Jetzt kommen wir mal so ganz gemütlich in Ruhe. Irgendwann ist das vorbei. Da muss man dann mehr laufen. Geht ruhige, zufriedene, beschauliche. Das hat man dann nicht mehr. Naja, manchmal ist auch hier ganz praktisch zu laufen. So. Ach, lebt immer noch gut, okay. Autsch. Böser Kerl. Wegen dir muss ich wieder stundenlang meditieren. Nein. So ein bisschen macht mir nicht viel aus. Jo. Hört sich ja irgendwie echt verzweifelt an irgendwie. Ich fand das jetzt auch irgendwie so ein bisschen schade, weil ich im ersten Moment dachte, dass unser Freund sich da natürlich jetzt irgendwie freut, dass wir wieder auftauchen. Aber da komme ich wohl etwas zu spät. Naja. Die andere Seite ist, dass er ja wohl irgendwie noch zwischendrin mal auftaucht. Tja, ich dachte, ich könnte wieder sein Schüler werden. Ich war immer ein fleißiger Schüler. Dann krieg ich einen ganz tollen Buff und er kriegt einen ganz tollen Buff. Also wenn er on ist. Also für mich ist der Buff natürlich besonders schön, weil ich damit wesentlich schneller level. Aber ist egal, wir machen jetzt mal ganz auf die alkoholische hier. So wie früher war. Als es noch kein Meisterschüler-System gab. Tja, das ist auch ein Spiel, das habe ich wirklich bei einer Closed Beta angespielt. Früher auf dem US-Server. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber ja, das war auch ganz cool, lustig. Ja, dann haben sie es nach Eden geholt. Ich glaube, den US-Server gibt es gar nicht mehr. Und vielleicht gibt es ihn ja doch noch und ich gehe davon aus. Aber ich weiß, dass meine Charaktere da weg sind, weil da gab es irgend so eine Hacker-Geschichte und was weiß ich für ein Blödsinn. Irgendwann war auch mal irgendwie ein riesen Tohuwabo wegen den Vietnamesen, weil die irgendwie angeblich alle gescheatet haben und in Vietnam war das Spiel vermarkt, weil die das irgendwie kaputt gemacht hatten von der Wirtschaft her. Und dann waren die sauer und sind dann irgendwie in den europäischen und in den US-Server eingefallen und haben da wohl irgendwie total rumgescheatet. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich bei den Spielen hier 3 oder 4 Mal neu gestartet habe von null an, weil die Server irgendwie kaputt waren und die Firmen pleite und ach, was weiß ich. Der erste Verein ist damals Acclaim. Der hat da wohl irgendwie ganz großen Abschmierer geleistet, was ich überhaupt nie verstanden habe, weil das Spiel damals wirklich gut lief. Und auch von der Item Mall her
gut die Leute gut versorgt waren oder auch ganz gut gekauft haben. Hat man ja gesehen, weil die so an Dekos hatten und so. Hab ich ja auch gemacht. Diese gibt ja gab ja immer irgendwie so Wochenendangebote oder irgendwas. Da habe ich manchmal zugeschlagen oder Ferienangebote oder was sie da gemacht haben. Jo. Bei der hier habe ich jetzt die eine Woche Premium ja mehr oder weniger verlaufen lassen. Was natürlich irgendwie ein bisschen schade ist, aber naja. Mal gucken. Vielleicht hole ich mir einfach nochmal ein Premium und dann geht es wieder ab. Ich meine, auf der anderen Seite, ich finde es auch ganz schön, hier so einen ganzen Server für mich alleine zu haben. Aber ich weiß, dass die Gilde, die ich damals mit den allen zusammen gegründet habe, die gibt's noch. Die ist eine relativ große Gilde sogar offensichtlich. Thors Erben hießen die. Nee, warte mal, war das nicht woanders? Thors Erben oder Thors Nightmare? Doch, Thors Erben hießen die. Warum eigentlich Thor? Das hat doch hier gar nichts zu suchen. Naja. Aber hier, Leute, ein Level mache ich noch bei euch. Ja, die sind immer so schön reizvoll. Ironcut-Zombie. Alle vier auf Weisheit. Stirb, du Muffel! Genau. Ich schmeiß mir die Holz zu Füßen, so habe ich es gerne. Natürlich. Zwinger des Liebischen macht Lebenskraft 25, Stärke 2, Konstitution 2, Geschick 1. Das wäre überhaupt ein feuchten Kehricht. Das macht den kritischen Ausweis mit Geisteskraft 30. Genau, den werden wir mal anwenden. Mal gucken, was aber jetzt rauskommt hier. Noch immer einen Zugang. Ich musste mal gucken. Also für die Forenseite.
zum Glück noch relativ schnell jetzt. Ja, ich behalte einfach die Nerven und lass mich ruhig noch ein bisschen hauen von dir zwischendurch. Ach Gott, ja. Das jetzt wieder alles weg hier. Tränke. Du kannst natürlich so gebratenes Schweinefleisch oder sowas zu dir nehmen. Und es gibt Tränke, mit denen du Wunden heilen kannst, damit du natürlich deine Lebensleiste nicht allzu sehr gemindert hast. Aber du kannst jetzt nicht sagen, oh Mensch, mein Mana, so wie hier ist. Scheiße, hab ich aufgepasst. Also geht jetzt meine Essence, heißt es hier, geht jetzt leer. Ich brauche jetzt also ganz dringend irgendwie mal einen Schluck Mana oder so, oder Essence. Ist nicht. Es sei denn, die haben es jetzt eingeführt und ich weiß es noch nicht. Macht es ja auch. Die willst du mir jetzt hier auf den Kopf hauen oder was? Ja, ich muss erstmal treffen. Ja, und wenn, dann reicht es auf jeden Fall, um mich abzumauzen. Natürlich klar, die unterbrechen die Meditation. Kann man natürlich auch ausnutzen, wenn man nur so ein bisschen meditieren will, dass man so ein Ding anschießt. Und dann hofft, dass man so zum Level ab. Ja. Und mit dem kleinen bisschen hinkommt. Bam, badam. Nee, ihr könnt mich nicht, ihr könnt mich nicht. So. So schön ihr seid. Ich könnte jetzt noch hier 10 Level machen, dann würde gar nicht mehr hinhauen, aber. Oh. Aber für einige Level würde das noch reichen. Na? Ja, auf diese Art und Weise muss man jetzt nach und nach seine Skills hochleveln und so. Und natürlich auch von Zeit zu Zeit mal Level up bekommen. Aber es geht hier so schön schnell. So schnell ging das doch früher nicht, oder? Auswendig, mit welchem Level man neue Skills bekommt.